ist Hans-Peter Zahler und ich arbeite an der ICT-Wachstelle des Kantons Freiburg. Ich möchte Ihnen kurz unser Angebot FreeWeb vorstellen. FreeWeb ist ein CMS für die öffentlichen Schulen des Kantons. Wir haben die Idee war, wirklich eine einfache Lösung anzubieten für Schulwebseiten mit einer möglichst niedrigen Hemmschwelle, dass die Benutzer wenig bis keine technischen Kenntnisse brauchen. Die Lösung, die wir anbieten, basiert auf Open Source natürlich, mittels Drupal. Das CMS bietet alle gängigen Inhaltstypen, Seiten, News, Agenda, Videos und so weiter. Was dazu kommt speziell ist, dass die Lehrpersonen sich mit ihrem EduKanal 2-Account anmelden können. Wir bieten verschiedene Vorlagen für die grafische Gestaltung der Webseite. Und was wichtig ist, ein Ziel, das wir hatten, ist auch, dass keine technische Wartung notwendig ist von Seiten der Schule. Also wir übernehmen die ganze technische Wartung. Wir bieten auch Support in Form von Webseite und regelmäßig organisieren wir so kleine Ateliers und Workshops. Kurz etwas zur Entstehung des Angebots. Wir haben verschiedene CMS evaluiert. Für uns kamen eigentlich nur Produkte in Frage, die auf PHP basierten. Und dann im 2011 haben wir ein Pilotprojekt mit 3 Schulen gestartet. Was dann im 2011 konnten wir dann loslegen und das Angebot allen Schulen zur Verfügung stellen. Stand heute sind 25 Schulwebsites sind online, also insgesamt sind 37, teilweise noch in Arbeit und sind von rund 100 Schulkreisen im Kanton. Hier, wie sieht das aus? Das ist so ein Beispiel einer Primarschule. Hier ein Beispiel einer zweisprachigen Schule oder einer Orientierungsschule. Und hier nochmals ein anderes Beispiel. Kurz ein Wort zu unserer Wahl Drupal. Was für uns wichtig war, ist, dass die Lösung, das CMS, muss multisite-fähig sein. Das heißt, wir haben eine Drupal-Installation, wo alle Webseiten drauf installiert sind. Die Mehrsprachigkeit war ein wichtiges Kriterium. Was auch wichtig war, ist, dass Drupal eigentlich ein Framework bietet. So konnten wir die Lösung relativ einfach an die Bedürfnisse der Freiburger Schulen anpassen und erweitern. Eine weitere Stärke von Drupal war auch das Deployment, die sogenannte Drupal Shell. Also wenn ich eine neue Webseite aufschalten will für eine Schule, dann heißt das eigentlich nur einen Befehl auf der Kommandozeile ausführen und 10 Sekunden später ist die Webseite verfügbar. Und dann das Konfigurationsmanagement ist auch ein wichtiger Punkt, wo Drupal eigentlich gute Lösung bietet. Ein kurzer Ausblick. Das Angebot ist jetzt schon seit 2 Jahren verfügbar. Und jetzt planen wir ab Herbst ein Redesign des ganzen Systems. Aufgrund der gemachten Erfahrungen wollen wir das Ganze noch weiter vereinfachen und auch neue was die grafische Gestaltung anbetrifft, wollen wir weitere Vorlagen anbieten, Stichwort HTML5 und mobile Geräte. Zudem steht ein Upgrade auf die neue Drupal Version 8 an, welche diesen Sommer eigentlich erscheinen sollte. Wir planen eventuell auch das Produkt als eine sogenannte Drupal-Distribution verfügbar zu machen und sind auch sehr interessiert, die Lösung mit anderen zu teilen. Falls es Interessierte gibt, dann können Sie uns kontaktieren und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir daraus auch
ein Open-Source-Produkt machen und das andere Kantone oder Institutionen mitbenutzen würden. Ja, also wenn ihr weitere Informationen dazu möchtet, findet ihr dies auf der Webseite freeweb.freetik.ch oder ihr könnt mich persönlich kontaktieren.